Ist der beste Freund einer Frau. Wissen wir doch. Das kann ich auch wegschmeißen. Das habe ich so lange nicht mehr benutzt. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Das setze ich hier nie ein. Nun denn. Das Frauenwahlrecht ist der beste Freund einer Frau. Oder ein Amoklauf ist der beste Freund einer Frau. Manchmal ist aber auch ein Glas voll benutzter Kondome der beste Freund einer Frau. Ein Gutschein für eine Gratisabtreibung ist der beste Freund für eine Frau. Das hat irgendjemand Oder geschrieben. zwei Gutscheine für eine Gratisabtreibung sind der beste Freund einer Frau. Das ist es. Schön. Ihr habt doch beide geschrieben. Niemals. Nein. Wo? Gar nicht. Wow, mein Frauenwahlrecht hat auch was abgegriffen. Ja, ich Das ist find's gut. cool. Okay. Wer ist Bowser Juniors Mutter? Ich glaube, das hat was mit Nintendo zu tun. Ja, Mario, der Das ist das Boss, Einzige, was also irgendwie reinpasst. diese böse, diese Bö dieser Evil Endboss und der Junge davon. Von Mario, keine Ahnung. Wer ist Bowser Juniors Mutter? Da habe ich jetzt mal so überhaupt nichts. Adolf Hitler, Ich was? schon. Donald Trump. Nein, der Hamster auf Deine Donald Mutter. Trumps. Ja, deine Mutter ist was? Mir scheint, der Discord mag mich heute sehr, wenn es mal wieder den roten, mal wieder den grünen Bereich wechselt. Da streamt doch wieder jemand drüber. Okay, da müsste ich jetzt suchen, aber ich glaube, das ist lang. Man kann eigene Bilder kann. Hast du kein schönes Bild von mir? Nein. Doch, du hast mein Hochzeitsfoto. Ja, aber das müsste ich jetzt erst einscannen und da rein tun. Dauert, glaube ich, noch länger. Okay, also, wer ist Bowser Juniors Mutter? Eva Braun. Ein Hirntumor. Link. Oh, ein Crossover. Lady Gaga. Und eine Vagina. Theoretisch ist das faktisch richtig. Ja. Deswegen hat sag mal. Ja. Ich mag den Hirntumor. Ich mag meine Eva Braun. Mein schöner Hirntumor. Ich fand Link ganz passend. Die einzige Klamotte, die ich aus dem Nintendo-Reich kenne. So, nach dem Erdbeben brachte Frank-Walter Steinmeier den Haitianern. Das kannst du eigentlich überall gebrauchen. Ja, würde ich mich jetzt auch als Geburtstagsgeschenk drüber freuen. Ach, das hätte auch geklappt. Okay. Also, nach dem Erdbeben brachte Mr. Frank den armen Haitianern polizeiliche Gewalt, immer gern genommen. Da hören die Plünderungen auf. Waffenarsenal. Da hören die Plünderungen erst recht auf. Alles in die gleiche Richtung. Heitere! Weitere Yippie! Waffen. Juhu! Boom! Sofort ausschreiben hier. Die Asche von Opa. Nach den Brandbomben. Schwanzkekse. Überlebensration. Ihr habt ein paar Ja, mein Schwanzkekse. Kopfkino spielt gerade wieder verrückt, ob es jetzt Kekse sind, die aussehen wie.
Oder ob es Kekse sind, die gemacht sind aus. Oder einfach nur so schmecken. Hier mal anmerken, dass ich Penisausstechformen in 3 verschiedenen Größen besitze. Bitte was? Ich besitze Penisausstechformen für Plätzchen in 3 verschiedenen Größen. Ich backe sehr gern. In Länge, in Breite oder in Technik? So eine Kombination. In verschiedenen Längen auch angepasst an die Huren, die sind dann auch etwas kleiner. Also in Länge, in Breite und in Technik angepasst, ja. Ja, auf jeden Fall. Das Tolle ist ja, du kannst es dadurch, dass der Teig weich ist, ja auch ein bisschen umbiegen, sodass es auch schön mit dem Kopf hängen lassen. In jeder, denke ich, Form und Farbe. Ender ist. Wer ist Ender? Enderman? Ja, Enderman? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Enderman ist schwarz. Wollen wir die Karte nehmen? Weg. Nee, ich glaube nicht. Mach mal weg. Weg. Die nur Gott kennt. Die Karte von eben? Was anderes passt nicht. Ja, bei mir auch. Die Vaterkomplexe, die nur Gott kennt. Deine Mutter war ja damals noch nicht da. Die spontane menschliche Selbstentzündung, die nur Gott kennt. Ja, alle anderen verbrennen ja auch dran. Die Juden mit Kommunikationsproblemen, die nur Gott kennt. Ja, falscher Gott. Oder so. Jehova. Die Sammlung von Hightech-Sexspielzeugen, meinige, die nur Gott kennt. Ja, die ist gut versteckt. Und die Vorzeigeminderheit, die nur Gott kennt. Ungläubige. Ja, aber Jehova ist gut, ja. Ich kann jetzt böse sein. Und die Juden mit Kommunikationsproblemen wählen? Statt der Sammlung Hightech-Sex-Spielzeuge? Ich kann mich gar nicht umentscheiden. Ja, weil die eine Karte war deine. Ja. Von daher... ich darf nicht. Als ich auf LSD war, verwandelte sich in... Oder lieber das... Oh. Nein, passt schon. Die Karte hatten wir, glaube ich, auch schon. Die schmeiße ich deswegen einfach mal weg. Oder das. Okay, zu spät. Als ich auf LSD war, verwandelten sich 70 nackte Frauen in 10 bis 12 Jahre. Außerdem, als ich auf LSD war, verwandelte sich Erich Kästner in einen coolen Hut. Außerdem verwandelte sich Deutschland in das Dann verwandelte sich ein Kruzifix in John Cena. Und als ich auf LSD war, verwandelte sich ein Fötus in Landmine. Gut, ja. Die Fötuslandminen. Ja, die guten Fötuslandminen. Richtig, wer kennt sie nicht? Ich meine, die 10- bis 12-Jährigen und die 70 nackten Frauen hätten getauft sein müssen. Das wäre wahrscheinlich noch ein bisschen... Er war jetzt nicht dabei. Ja. Wer einmal probiert, will nie wieder was anderes. Alles klar. Wer einmal Opas Arschlecken ausprobiert hat, will nie wieder etwas anderes. Ah, wie ein reifer Käse, lecker. Oh, wer einmal einen Penis ausprobiert hat, will nie wieder etwas anderes.
Essen oder wie jetzt? Ja, Kekse haben wir doch eben. Wer einmal einen unendlichen Hustenanfall ausprobiert hat, will nie wieder etwas anderes. Ich weiß nicht warum. Oder wer einmal dieses Ding, das deine Muskeln mit Elektroschocks aufbaut, ausprobiert hat, will nie wieder was anderes. Dead by Daylight. Oder wer einmal Kernspaltung ausprobiert hat, will nie wieder etwas anderes. Penis! Was? Hat Penis gesagt! Es geht nichts über die gute alte Kernspaltung. Ja. Höchstens interkontinentale Raketen. Ja, das stimmt. Nach was riechen alte Leute? Die Karte habe ich doch weggeschmissen. Die Karte habe ich auch weggeschmissen. Danach kann man leider nicht riechen, ansonsten würde das passen. Okay, alte Leute riechen nach Vagina. Alte Leute riechen nach Schneeflittchen. Sie riechen außerdem nach Schokolade. Das bezweifle ich. Ja, ich auch. Außerdem riechen sie nach dem dauergeilen Obst nebenan. Alle alten Leute riechen genauso wie er. Ja. Und sie riechen nach Ausbeutung. Willkommen im... ja, ist okay. Tja, wird jemand sein Wort ändern? Nein. Ein Teilbreak geben? Niemals. Offensichtlich hat schon jemand was gewechselt. Die Schokolade ist ja im Mord verloren. Oh, nein, meine schöne Schokolade. Bin ich? Ja. Okay. Du, ich. Atomkrieg, jetzt. Sehr schön. Du, ich. Titanic, yes. Jetzt. Blub. Du, ich. Thai Lady Boys. Oh ja, jetzt. Du, ich, russische Kellerpornos, jetzt. Sehr schön. Hey, du und ich mit Schlagsahne, jetzt. Oh, ich finde es immer so göttlich, wie du das sagst. Jedes Mal. Ja. Ah, schön. Was, die Schlagsahne? Oh ja. Nicht ganz. Die Schlagsahne. Ich meine die Schlagsahne. Russische Keller Pornos. Oh ja. Der russische Atomkrieg. Ich verstehe. Atomkrieg ist also ganz weit vorne bei euch. Okay. Ja. Knapp vor Keller Pornos. Was ist das für ein Geruch? Gott, da habe ich ja gar nichts. Was ist das für ein Geruch? Porn. Die Internet ist vor Porn. Was ist das für ein Geruch? Deutscher Dungeon Porn. The German okay. Internet is for porn. Porn. Okay. Was ist das für ein Geruch? Tod! Was ist das für ein Geruch? Fressen und Kotzen. For porn.
Was ist das für ein Geruch? Der Abfalleimer auf Porn! Internet ist vor Porn. Oh. Ja. Okay, Atomkrieg und Porn. Ja, da stehen wir voll drauf. Was kann es Besseres geben? Mein nächster Anmachspruch. Schatz, du hast doch jetzt einige. Wir kommen durch dann JGA. Soll ich da mal einen tippen? Ja, mach. Ja, mach mal den letzten. Meine Lieblinge. Okay, gut. Ich finde den super. Mein nächster Anmachspruch. Gut, dass ich keine Sprüche hier habe. Mhm. Ich auch nicht. Ich habe nur jemanden, der Sprüche gesprochen hat. Ja. Ah. Hey du, wollen wir beide ein Internet machen? Die Internet ist vor Porn. Tracky! Die Internet ist vor Porn. Tracky! Schön. Mein nächster Anmachspruch. Hast du was in den Beinen? Weil meine Wünschelrute schlägt nämlich aus. Boah, der ist schon ganz tief. Ja, ist er. Ich war leider live dabei, ich muss für ihn spitteln. Mein nächster Anmachspruch ist außerdem Pornos. Alles klar. Der gewinnt. Das sind Pornos, das lieben wir. Internet ist vor Porn. Aus den Frauen-Joghurt-Werbespot. Und Adolf. Und das chronische Grinsen. Es ist leider der einzige irgendwie, der tatsächlich ein Anmachspruch ist. Aber er war schon so tief. Ja, alle haben 7 Punkte, nur der Matze, der hat 4. Die Karte hat man auch schon. Die hatten wir auch schon. Du musst es wegmachen. Werde ich heute machen. Nehmen wir das. Internet ist vor. Nee, den nehmen wir mal raus. Heute werde ich Rentner überfahren, weil es vom Staat dafür eine Prämie gibt. Tsching. Masturbation werde ich heute machen. Porn. Körperverletzung mit einem Fahrzeug. Rentner! Werde ich heute machen. Hiroshima 1945 werde ich heute machen. Und außerdem mache ich heute nach dem Masturbieren an den Fingern riechen. Porn. Tracky! Also Porn und Gewalt. Ja. Und History Channel. Nein, und Hitler. Ja, mit Hiroshima 45 hatte Hitler gar nichts zu tun. Leider. Ja gut, waren auch seine Buddies, Hirohito, also. Wollte ich gerade sagen. 45 passt noch so fast in die Zeit, also egal. Okay, die Bundeswehr hat mit dem Abwurf von für totale Vernichtung gesorgt. Ja. Okay, die Bundeswehr hat mit dem Abwurf von Nokia-Handys. Oh, was ein Bombardement. Die totale Vernichtung gesorgt. Die schlagen ein, also. Und vor allem, sie gehen nicht kaputt. Mhm, ja. Die kannst du gleich wieder recyceln. Also, nochmal abwerfen. Mhm. Wiederverwertbar, sehr schön. Okay, die Umwelt hat außerdem mit dem Abwurf von die Umwelt? Sam Winchester. Die Bundeswehr. Ich wollte eigentlich sagen, dass der umweltschonend, aber irgendwie. Na naja, gut. Also die Bundeswehr hat Sam und Dean Winchester abgeworfen und dafür für die totale Vernichtung sorgt. Außerdem hat die Bundeswehr brennend heiße Lieblingskugeln abgeworfen und für totale Vernichtung sorgt. Sie hat außerdem Dumbledore an Armee abgeworfen. Oder damit Arme. Die Arme oder Armee. Das es wurden die Arme abgeworfen. Ich glaube, das soll die Armee sein, aber ich glaube schon, aber jetzt sind Dumbledores Arme. Ja, gut.
Boah, so plopp, plopp. Okay, sie hat Dumbledores Arme abgeworfen. Und scheinbar haben die, genau, scheinbar haben die ein bisschen gezaubert und sind explodiert oder so. Was auch immer. Okay, und sie haben sehr viele Ärsche, aber wirklich sehr viele Ärsche abgeworfen und damit für die totale Vernichtung gesorgt. Who gave this man a gun? Aber die Nokia-Handys sind eindeutig die Weapons of Mass Destruction. Mhm.